Mahlzeit, Leute, sind wir wieder bei Cyberpunk und da, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Ja. Hey Boss, ich hab deine Hallo. Fracht. Penem. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen am Sunset Motel. Wir sind hier in der Walachei. Mal gucken, wo, Ich mal weiß, hin, wo dass es du's uns ernst hinschlägt. meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Was ist das Sunset Motel? Ein sicherer Ort, nicht weit von hier. Und Sixth Street wird keinen Scheiß versuchen? Bin schon oft für sie gefahren. Nie was Krummes abgelaufen. Hoffentlich wissen die, was gut fürs Geschäft ist. Klingt nach Spaß. Hallo, Palam. Wie lange fahren wir? Kann ich überspringen? Oder nicht? Pinnen? Okay, wie ist auch immer da? Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ha, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Ein Partner. Hier. Erstklassige Ware. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Nicht mal habe ich lieber nichts hier so. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Okay. Die Ruffen sind tot, Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Okay. Oh, ich muss kotzen. Hey, Noah. Hey. Neuer Auftraggeber oder neuer Freund? Einmal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Joseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street, was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Ticken Sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Prost auf das, was vor uns liegt. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Genau. Okay. Noch eins bitte. Danke nur. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst. Jump, jump, jump.
Was die Ruffen angeht, sind wir mit denen fertig? Oh nein. Die Schiffe sind wie Kakerlaken. Die wird man nie los. Aber für eine Weile sollte es ruhig sein. Die müssen sich erst aufraffen und den Staub abklopfen. Meinst du, du gehst zu den Aldecaldos zurück? Ich meine, nicht jetzt, klar. Aber irgendwann? Weiß nicht. Einerseits habe ich niemanden außerhalb des Clans. Scheiße. Ich kenne gar kein anderes Leben. Und andererseits? Will ich wissen, wer ich ohne meinen Clan bin? Wer wäre ich, wenn ich in Night City bleibe? Könntest nochmal von vorn anfangen, so wie ich. Mhm. Aber im Moment scheine ich irgendwie nur alle Brücken hinter mir einzureißen. Denkst du dabei an Rogue? Nein, aber danke für die Erinnerung. Wie? Meinst du, ich könnte mit ihr auch einen Neuanfang machen? Sie scheint ihre Eddies auf die richtigen Leute zu setzen. Du kriegst das schon hin. Und nochmal. Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier zwei Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Vielleicht nur ein Zimmer? Gute Idee. Noah hat in allen Zimmern zwei Einzelbetten. So sparen wir Geld. Nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Worauf wolltest du denn hinaus? Ich bin halt echt froh, dich getroffen zu haben. Ich dachte... Das bin ich auch. Hätte ein echt beschissener Tag werden können. Aber dank dir ist alles gut gelaufen. Ja. Vielleicht sollten wir das ein bisschen feiern? Klar, das sollten wir. Mhm, ja. Aber nicht heute. Ja, ich wusste. Ich bin total fertig. Ah, schön. Noah, wir brauchen ein Zimmer. Einzelbetten. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. Mach das. Eine neue Tarotkarte. Ich bin nämlich gerade. Hört sich sehr begeistert an hier alles. Schön. Etwas später. Okay. Aber hier war doch irgendwo hier etwas. Gut. Das erste haben wir 200. Weg. Wenn wir überhaupt so ein paar Waffen loswerden. Die wichtigsten habe ich jetzt schon zerteilt, die für mich jetzt wichtig sind.
Machen wir noch die Messerchen. Den Rest lasse ich einfach noch. So. Einmal gucken, wo sind wir? Fahrzeugkauf. Cool. Okay, haben wir ein Fahrzeug gekauft, toll. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wir gucken erstmal dahin. Ich hab was Dringendes für dich. Irgendwer holt die Drohnen meines Kumpels vom Himmel. Sieh dir die Koordinaten an und finde raus, wer es ist. Details anbei. Claire. Sabotage, okay. Viele Gegner auf dem Haufen hier. Hab dich. Hab dich. Oh ne, ich wollte nicht sehen. Nein, nein, war's das mit der Sabotage.
okay, ja, ist in Ordnung. Als ich mal sagte, dass die Waffe irgendwie kacke ist. Aber nur irgendwie. Ich will eigentlich meine drei Schüsse wieder haben, ne? Einfach nur Sniper, drei Schüsse und das war's. Macht tot, reicht. Meine hier, die hat viel mehr Schaden, aber die andere war irgendwie, hatte mehr Schaden. Die holen wir uns auch bald wieder. Ja, ganz einfach. Den habe ich jetzt mal übersehen. Da sind noch zwei. Immer das Gleiche. Herr, damit ich kriegt. Auf jeden Fall.
Warum nicht schüchtern, hm? Bist du fünf oder was? Was habe ich denn gerade gesagt? Er funktioniert nicht. Und tschüss. Ah, man, hier. Das war kacke. Oh, hier so schöne. Falls Netzwerk aus. Abschalten. Komm endlich raus! Ich hab noch was vor. Abschalten. Dreh um. Feige bin ich jetzt nicht, aber ich habe auch keine Lust, gegen euch hier alle zusammenzukämpfen, nicht, dass ich schon wieder sterbe. Was hast du denn vor? Wir beide werden jede Menge Spaß miteinander haben. Was sagst du, dass wir miteinander Spaß haben werden? Ich mach's kurz und schmerzlos, versprochen. Ja, ja. Kurz und schmerzlos. Sollte meinen, jeder möchte gern hätte inzwischen Verschlüsselung. Egal. Wie lautet die Nachricht? Raffens Schiff haben ein Virus gekauft und senden ihn rum via Lufttransmitter. Gab's hier nicht irgendwo eine Antenne? Mhm. Aber nicht mehr lange. Du verdirbst mir den ganzen Spaß. Lern her. Hi, hab dich. Und schmerzlos versprochen. Mach ich bei dir auch. Habe ich zu viel versprochen, dass ich kurz und schmerzlos machen? Yeah.
Ja. Ja. Mal dreimal daneben schießen. Haben wir hier noch so schönes? Nee, noch nicht. Ich habe noch eine Antenne rum. Hallo. Ja, jetzt um so einen Sniper hinsetzen können, ja. Oder mehrere eigentlich. Wow. Die Transmitter erinnern mich an... An was? Früher 2020 haben wir die für freie Sender benutzt, um Hardcore-Punk auf Bullenradios dröhnen zu lassen und so. Dem Leid sollte man lieber ein Ende bereiten. Ein für alle Mal. Eigentlich nicht. Ich wäre dafür. Okay, nicht für Punkrock, aber... Rock allgemein, das wäre eigentlich ganz cool. Und verlinken. Ein C, ein C, ein C. Okay. Okay, gucken, was die Verstärkung so mit sich gebracht hat. Nicht viel. Gute jo. Arbeit mit der Antenne. So ein Kopf auf den Schultern ist eben nicht nur schmückendes Beiwerk. Moskitosrouten sind wieder sicher. Dein Auftrag ist damit abgeschlossen. Ja, kein Ding, Mädel. Kein Ding. Dann können wir nochmal hinfahren. Und zu unserer Dakota. Gucken wir uns mal Dakota an, wie sie so haust. Ne?
Espérate, me tengo que concentrar. Ajá. Was gibt's? Ich höre zu. Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Au contraire, wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Dann wann anders. Mhm. Lebst aber, naja. Naja. Hey, Judy, was gibt's? Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? Gute Tage, schlechte Tage. Wie immer eben. Wolltest du nur wissen, wie es mir geht? Oder? Nicht ganz. Wollte ich um einen Gefallen bitten. Schon wieder. Schieß los. Mit dir wird's niemals langweilig. Interessante Leute langweilen sich eben selten. Kein Wunder bei der Gesellschaft. Aber genug rumgeschmalzt. Was gibt's? Ich verrate nicht zu viel. Für diese Spezialmission brauchst du ausnahmsweise mal keine Waffe. Nur einen Taucheranzug. Klingt wirklich interessant. Aber wozu der Taucheranzug? Jetzt mach keinen Rückzieher mehr. Benutz einfach deine Fantasie. Meine du Fantasie ist ganz woanders, Lene. Hm? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Na gut, ich bin dabei. Aber ich muss dich warnen. Taucherkluft steht mir super. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Okay, ist das ein Date? Bist nicht mein Typ, Kumpel. Wir sehen uns dort. Bis dann, wie? Fick dich. Das war gemein. Das war wirklich gemein, ne? Na gut, Leute, somit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.